Hallo, heute sitze ich mal wieder hier, weil Kuba und ich machen eine neue Hundesportart, nämlich Rally Obedience. Was das genau ist und wie wir uns so schlagen, erfahrt ihr gleich nach dem Intro. So, bevor es jetzt um das Thema Rally Obedience geht, wollte ich auch im Namen natürlich von Felix nochmal Danke an euch sagen, denn wir haben seit letzter Woche 3000 Abonnenten. Das ist richtig, richtig cool. Wir hätten das, glaube ich, nie gedacht, als wir vor 2 Jahren angefangen haben mit dem Kanal. Mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass wir fast jede Woche ein neues Video drehen, schneiden und Themen vorbereiten. Da ist es natürlich umso schöner, wenn es dann auch gut bei euch ankommt. Wir freuen uns über jeden Kommentar und auch über weiterhin jeden Daumen nach oben. Jedes Abo mit Glocke ist echt super für uns, damit wir auch weitermachen können. So, Thema Rally Obedience. Ja, erstmal, was ist Rally Obedience überhaupt und warum machen wir das? Wenn man unseren Kanal so sieht, könnte man denken, okay, wir machen ja eigentlich schon genug mit Kuba, jetzt auch noch einen neuen Sport. Tatsächlich ist es aber so, dass wir seit fast einem Jahr gar nichts mehr so viel Hundesport gemacht haben. Da war nämlich da die Begleithundeprüfung vor einem Jahr. Da haben wir auch ein tolles Video gedreht, das findet ihr hier. Und dann hat sich das Ganze ein bisschen abgeflaut mit dem Thema Hundeverein, Hundesport. Natürlich hat sich Felix und Kuba haben sich eine kleine Pause gegönnt, was ja auch super ist. Dann kam natürlich auch Corona dazwischen. Aber wir haben jetzt nie wieder so richtig reingefunden, dass wir mit Kuba regelmäßig jetzt in den Hundeverein gehen und dort trainieren. Deswegen war uns wichtig, seine Lust auch ein bisschen zu wecken, weil es war auch teilweise so, dass er ein bisschen demotiviert war, nicht richtig mitgemacht hat. Felix war beschäftigt, weil er zurzeit seine Hundetrainerausbildung im Verein macht, konnte ihn auch nicht immer mitnehmen. Deswegen wollten wir einfach was Neues probieren. Der zweite Grund war ein recht persönlicher Grund, das ist auch der Grund, warum ich das mache. Ihr kennt es vielleicht auch, wenn euch der Hund nicht ganz alleine gehört, dass es immer, wenn es mehrere Leute sind, dass der Hund eine Bezugsperson hat. Ist ja auch nicht schlecht, das ist normal. Und bei uns war das natürlich Felix, weil er eben viel mehr mit dem Hund gemacht hat. Aber ich habe so in letzter Zeit gemerkt, dass Kuba weniger auf mich hört, dass er sich auch weniger auf mich freut, was mich immer ganz besonders getroffen hat, wenn ich geschäftlich mal 1-2 Tage weg bin und ich komme wieder, dann ist es dem eigentlich relativ egal gewesen. Und bei Felix, wenn der von der Arbeit kommt, dann ist es so, als ob er 10 Jahre weg gewesen wäre. Und ich wollte einfach mehr mit dem Hund machen. Ich wusste auch, dass ich mir auch mehr Zeit nehmen muss, auch wenn Kuba, seit wir hier umgezogen sind, eigentlich den ganzen Tag bei mir ist, weil ich von zu Hause aus arbeite. Dennoch wollte ich mir nochmal extra Zeit nehmen, mit Kuba zu trainieren und so unser gemeinsames Ding zu finden. Und wir wurden gefragt im Hundeverein, ob wir das mal probieren wollen mit Rally Obedience. Und jetzt sind wir schon seit fast 2 Monaten dabei. Und ich muss sagen, es läuft echt gut. Es macht uns beiden Spaß. Und wir hoffen da jetzt noch viel zu erreichen und weiterzumachen. Falls ihr Rally Obedience noch nicht kennt, das ist eine Hundesportart, bei der es darum geht, einen Parcours zu durchlaufen. Und das sind verschiedene Stationen aufgebaut mit Schildern. Und auf diesen Schildern stehen immer verschiedene Sachen, die man mit dem Hund machen muss. Das kann jetzt Sitz oder Platz sein, kann aber auch richtig kompliziert werden mit Slalom laufen, über Hürden springen, Drehungen, Kehrtwenden. Also das ist echt sehr vielseitig, was schon mal sehr gut ist. Ziel ist es, diesen ganzen Parcours zu durchlaufen. Das sind manchmal so in der Beginnerklasse so 15 bis 18 Schilder innerhalb von 4 Minuten. Also man muss nicht ganz schnell sein, aber es geht nach Zeit. Wichtig ist, dass man die Schilder richtig versteht und richtig ausführt und das dann eben in der Zeit schafft. Kuba und ich haben gerade erst angefangen, deswegen sind wir auch noch beim Beginner-Training. Das Ganze ist, wenn man das jetzt, es gibt auch richtige Turniere und Wettkämpfe davon, ist aufgeteilt in verschiedene Klassen. Beginner, erste, zweite und dritte Klasse. Es gibt auch noch, was ich auch besonders gut finde, ist extra Klassen für ältere Hunde, also Senioren, für Menschen mit Behinderung und für Kinder und Jugendliche. Aber normalerweise fängt man eben in der Beginnerklasse an. Und je nach Schwierigkeitsgrad steigert sich natürlich auch die Schilderanzahl und auch die Schwierigkeit der einzelnen Schilder.
man kann in den Klassen aufsteigen, wenn man eine gewisse Punktzahl bei Wettbewerben erreicht hat, dann kann man aufsteigen in die nächste Klasse und muss sich dann wieder mit ganz neuen Sachen konfrontiert fühlen. Den Parcours kann man mit oder ohne Leine durchlaufen, später in den höheren Klassen nur ohne Leine. Da ist natürlich auch wichtig, dass so das Teamgefühl da gestärkt ist, dass Hund und Halter ein Team sind, was eigentlich wirklich genau das Richtige für uns ist, weil ich wollte wirklich mehr Teamgefühl mit Kuba haben, dass wir zusammen, dass er mehr auf mich schaut, auf mich hört. Dafür ist das eine super Sportart. Wenn man das mit Leine macht, muss man während des ganzen Parcours schauen, dass die Leine locker ist. Man darf während des Parcours, was jetzt auch wieder ein bisschen anders zu anderen Hundesportarten ist, Gesten und Worte benutzen die ganze Zeit. Man darf sogar mit Leckerli laufen. Das wäre natürlich bei einer Begleithundeprüfung oder bei der Unterordnung überhaupt nicht möglich. Da ist es halt ein bisschen lockerer. Hat aber dann trotzdem die Schwierigkeit eben, dass man sich auf diesen Parcours, der dann da kommt, nie so wirklich vorbereiten kann, weil es kann immer wieder was Neues kommen. Es gibt natürlich die Auswahl an Schildern. Das sind aber recht viele und man weiß halt nicht so, welche da jetzt auch wirklich drankommen. Und manchmal ist das dann schon sehr verwirrend. Also es gibt die einfachen Schilder wie Sitz und Platz, aber es gibt auch so Sachen wie Doppelkehrtwenden, Drehungen in alle möglichen Richtungen. Also es ist, man ist schon gefordert. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass der Hund einem vertraut, dass der Hund dabei ist und dass der Hund auch Spaß dran hat. Rally Obedience gibt es als einer der wenigen Hundesportarten oder als einzige Hundesportart, bei der man keine Begleithundeprüfung vorher braucht. Das ist für viele ganz gut, weil nicht jeder die Begleithundeprüfung, aber möchte trotzdem was mit dem Hund machen und möchte vielleicht trotzdem an Wettkämpfen teilnehmen. Also man braucht die Begleithundeprüfung nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es schadet nicht, wenn man sie vorher gemacht hat und wenn der Hund die Grundkommandos innehat. Man hat zum Beispiel die Grundstellung bei Rally Obedience ist immer das Sitz am Fuß links. Und auch man soll auch den ganzen Parcours muss der Hund links Fuß laufen. Und natürlich werden ganz viele Grundkommandos abgefragt. Sitz, Platz, Drehungen, wobei der Hund ja immer bei einem sein sollte. Also kann man ohne Begleitung eine Prüfung machen, was auch gut ist, aber es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man das gemacht hat. Das ist jetzt natürlich nur ganz grob erklärt. Wir stehen jetzt auch gerade erst am Anfang. Wir müssen noch ganz viel lernen. Da gibt es von den Regelungen gibt's einen ganzen Katalog, den man sich da am besten mal durchlesen sollte, bevor man jetzt irgendwie auf Wettkämpfe geht. Wir stehen jetzt gerade noch in der Beginnergruppe beim Training. Wir gehen da einmal die Woche hin zu unserem Hundeverein. Und da lernen wir sozusagen erstmal die Schilder und lernen, wie wir das am besten mit unseren Hunden machen. Das wird natürlich von Mal zu Mal schwieriger, was wir natürlich jetzt auch machen werden, wenn wir jetzt so weiter am Ball bleiben, weil ich merke echt, Kuba macht das super viel Spaß und mir eben auch, ist natürlich, dass wir schon darauf hinarbeiten, dass wir vielleicht nächstes Jahr mal an einem Turnier teilnehmen, dann nehmen wir die Kamera bestimmt wieder mit. Ich hoffe dann, es wird kein Fiasko. Ja, also wen das interessiert, da gibt es im Internet auch ganz viele Artikel dazu, wo man sich noch ein bisschen einlesen kann. Das war jetzt gerade nur so ein bisschen ein grober Überblick über das Ganze. Wir werden aber definitiv am Ball bleiben. Wie gesagt, ich merke schon auch erste Erfolge, jetzt im Alltag auch. Kuba guckt mehr nach mir, Kuba hört besser, auch beim Rückruf. Und was ich letzte Woche gemerkt habe, ist, da war ich auch geschäftlich unterwegs und kam wieder und dann hat er sich auch gefreut, als ich kam. Also das war nämlich vorher nicht der Fall. Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber man merkt schon kleine Veränderungen. Wir haben beide Spaß daran. Wir verbringen einfach mehr Quality Time zusammen und das ist einfach nur cool. Deswegen bleiben wir auch weiter am Ball. Und ja, und wenn es euch interessiert, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Rally Obedience Videos von uns sehen wollt, ob wir da ein bisschen erklären sollen drüber, noch weiter in die ganze Materie einsteigen sollen. Schreibt uns auch gerne mal, ob ihr die Sportart überhaupt schon kennt oder ob ihr die macht. Vielleicht habt ihr noch ganz tolle Tipps für mich, damit ich auch schnell besser werden kann. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das war ein bisschen informativ. Wir haben zwar 3000 Abonnenten, aber wir hätten gern noch mehr. Das würde uns sehr freuen, deswegen lasst uns gerne ein Abo mit Glocke da, kommentiert, liked. Wir haben ganz viele andere Videos noch, die auch sehr informativ sind. Bald fängt Felix auch
eine neue Prüfungsvorbereitung an. Da wird es dann auch noch dieses Jahr ein paar Videos drüber geben. Also es gibt noch viel zu tun und ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Schaut gern wieder rein. Bis bald. Ciao.